Hallo zusammen und herzlich willkommen mit dieser ElektroAG. Wir zeigen euch heute, wie einfach unsere Compleo AC Solo Wallbox in das Backend von ECARAP integriert werden kann. Ich bin Ricardo und für den Vertrieb von Compleo Ladesäule in der Schweiz zuständig. Ich bin Philipp, ich bin für die Betriebnahmen und den Service der Compleo Ladesäule verantwortlich. Ich zeige euch, wie man das ECARAP Backend in die AC Solo integriert. Als erstes wird die Station aufgemacht. Mit diesen zwei Schrauben hier unten. Danach muss hier die SIM-Karte eingesetzt werden. Die habe ich schon vorgängig eingesetzt. Zu beachten ist, dass es stromlos ist, wenn man sie einsetzt. Es ist ganz einfach. Den Hebel einfach SIM-Karte rausziehen und wieder einstoßen. Um sie zu konfigurieren, muss man mit einem Netzwerkkabel den Laptop mit der Station verbinden. Und einstecken. Und danach die Station starten. Die Station mit dem Laptop verbunden ist und beides aufgestartet ist, muss zuerst der Netzwerkanschluss konfiguriert werden. Einfach auf Einstellungen, Netzwerkstatus, Ethernet, den gewünschten, unter Adapteroptionen ändern, den gewünschten Port auswählen. Einstellungen, IP-Protokoll 4, Eigenschaften und die IP-Adresse 192.168.1.1.0.1 einstellen. Okay, alles schließen. Danach kann im Webbrowser die IP-Adresse 192.168.1.100 ausgewählt werden. Die steht übrigens auch auf der Station beim Symbol DACT. Und schon ist man auf der Station. Hier sieht man, was die Station im Moment macht, ob sie im Laden ist, wie der Zählerstand ist. Und man sieht, Backend keine Verbindung, weil momentan kein Backend installiert ist. Links Login. Danach das Passwort, das steht auf der Station. Anmeldung als Elektrofachkraft ist nur nötig, wenn man Strombegrenzung, Schieflast und so Einstellungen machen muss. Als erstes muss man kontrollieren, ob das Modem schon aktiviert ist. Unter Netzwerk Betriebsmodus
Das ist, meistens ist das schon so voreingestellt, Ethernet statisch und Modem. Und okay, speichern kann man nicht, dass es schon so ist. Wenn das Modem aktiviert ist, muss die APN eingestellt werden. Die APN ist immer anders, je nach Hersteller der SIM-Karte. Es ist unter Netzwerk, APN, Access Point Name. Wir haben hier eine Digital Republic SIM-Karte, darum ist die APN Internet. Danach Änderung übernehmen, bestätigen. Der Neustart würde ich nicht jedes Mal machen. Ich würde zuerst alle Änderungen machen und dann auf einen Neustart machen vor dem Testen. Als nächstes kann man die URL des Backend einfügen. Backend, Verbindungen, Backend URL. Die URL hole ich im eCarat-Portal. Hier nehme ich die sichere URL, kopiere ich und füge sie einfach hier. Ctrl-V ein. Änderung übernehmen, bestätigen, später neu starten. Oben sieht man gerade Chargebox Identity. Das muss auch angepasst werden. Hier soll die Seriennummer der Station eingefügt werden. Die sieht man am Kleber. Änderung übernehmen, bestätigen. Später neu starten. Danach muss die Funktion Charge for Free deaktiviert werden. Es kann sein, dass die eingestellt ist, je nach Vorkonfiguration. Unter Zusatzfunktionen, Charge for Free, Modus, hier war es jetzt aktiviert oder machen wir deaktiviert. Sonst lädt die Station, sobald man einsteckt, und wird nicht über das Backend abgerechnet. Änderung übernehmen, bestätigen. Später neu starten. Als letztes kann man noch die Einstellungen der Station durchprüfen, ob alles gut ist. Zum Beispiel limitierter Strom, alles nach dem Anschluss richtig eingestellt ist. Anpassen kann man es mit diesem Passwort jedoch nicht. Also man muss mit demselben Passwort schon, aber man muss als Elektroinstallateur sich ankreuzen. Am Schluss unten Neustart. Bestätigen. Jetzt wird die Station neu gestartet. Da während dem Neustarten der Station die Kommunikation abbricht, kommt die Fehlermeldung Kommunikationsfehler. Einfach bestätigen. Wenn die Station neu gestartet ist und die Verbindung wieder aufgebaut ist, sieht man auf dem Portal, dass das Backend verbunden ist. Ja, so ist die Konfiguration des Backends von der Station her fertig. Weitere
Konfigurationen können direkt im IKARA-Portal erledigt werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen zur Integration oder Ladestation könnt ihr euch direkt bei DISA oder bei IKARA selbst melden.